Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Shadow of the Colossus. In der letzten Folge ist es uns nach einigem Stress und ein bisschen Nerv tatsächlich gelungen, den ersten der 16 Giganten zu fällen. Der erste Kolossus ist besiegt. Valus, der Minotaurus, liegt da nieder. Und heute wenden wir uns gleich dem zweiten im Bunde zu. Unser heutiger Gegner trägt den wundersamen Namen Quadratus. Oder auch der Bulle. Bin sehr gespannt. Ich kann mich an den nicht mehr wirklich erinnern. Als allererstes gehen wir mal gucken, wo genau der sich eigentlich versteckt. Alter, wie der läuft! Wie der läuft und wie der aussieht. Aber nett. Nicht? Ist nett, ne? So. Und ihr seht, der kleine Kreis, der unsere Ausdauer repräsentiert, da unten rechts in der Ecke, der ist schon ein kleines bisschen größer geworden. Wo müssen wir denn diesmal hin? Shit, genau auf die andere Seite. Und ihr seht, da der erste Koloss ist besiegt und wir haben ein kleines Stück der Karte aufgedeckt. Diesmal müssen wir darüber. Agro! Agro, komm her! Aber das Spiel ist damals gelobt worden für seine realistische Darstellung von Pferdeverhalten. Wenn ich recht erinnere. So, jetzt müssen wir erstmal müssen wir hier an dem Tempel vorbei reiten. Dann sehen wir weiter, wo es lang geht. Da ist die riesige Brücke, über die wir gekommen sind. Der Koloss wartet irgendwo da hinten, also einfach erstmal weiter. Geht's nicht weiter, wir müssen bestimmt über die Brücke. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Weg darunter finden. Beziehungsweise der ist ja hier schon. Ja. Und während wir hier reiten, sieht schon geil aus. Weil natürlich die Texturarmut hier bei der HD-Version schon ein bisschen mehr zur Geltung kommt, als es damals bei der PS2 aufgefallen ist. Und im Großen und Ganzen muss man sich ja fragen, ist es das wirklich wert, hier 16 Leben zu beenden, um eines zu retten? Wow. Ich glaube, wir sind schon fast am Ziel. Da unten ist die Höhle. Aber ich kann mich an den echt nicht mehr erinnern. Oh, nee, nicht absteigen. Bin ich ganz ehrlich. An den dritten, an den erinnere ich mich noch deutlich. Der als nächstes kommt dann. Aber der hier? Da muss ich jetzt echt erst nochmal gucken, was das überhaupt für einer war. Wenn ich ihn sehe, dann weiß ich vielleicht auch wieder, was ich machen muss. Aber jetzt so spontan kann ich ihn gerade überhaupt nicht zuordnen. Bin ich ganz ehrlich. An ein paar erinnere ich mich ja noch. Nicht an alle, aber an ein paar. Hui, hin und her und hin und her. Dieses Pferd, ne? Er hat die Angewohnheit, immer in irgendwelche Hindernisse zu rennen und dann einfach stehen zu bleiben. So, mein Freund, wo bist denn du? War das die Höhle hier? Jo, da kommt er. Hi.
Ah, ich sehe schon. Jetzt muss ich nur noch mal rausfinden, wie kann ich denn mit meinem Bogen zielen und schießen jetzt. Na komm. Mir erst ins Auge. Oh oh, jetzt ist er böse. Ich bin hier. Ich bin hier. Er hat da diese Punkte unter den Beinen. Sieht er das? Jetzt können wir hier nämlich hoch und uns hier festhalten und an ihm hochklettern. Ich erinnere mich. Ja, und die Erfolgsmusik ist schon am Spielen. Hat nämlich dynamische Musik, das Spiel hier. Die Musik ändert sich, je nachdem, wie erfolgreich wir uns in dem Kampf gerade schlagen. Würde sagen. Oh, Wanda. Ja, dann ruhe ich noch mal kurz aus. Eigentlich sollte er nur nach hinten klettern, der Blödmann. So. Wir hätten vielleicht vorher mal gucken sollen, wo die Schwachstellen sind, aber wir werden sie schon irgendwie finden. Da vorne sah zum Beispiel recht verdächtig aus, aber jetzt will ich erstmal auf ihn drauf. Ja, hier am Bein ist natürlich besonders gefährlich. Alter! Komm, 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 schnell nach oben. Die Ausdauer ist gleich aus. So, ich wage einfach mal zu behaupten, dass wir vielleicht vorne und hinten jeweils einen... Jetzt schüttelt er seinen Arsch hier. Gott sei Dank können wir hier stehen. Wo sind diese scheiß Symbole? Wow. Aus seinem Kopf wird auf jeden Fall eins sein. Das bin ich mir relativ sicher. So, komm, hier halte ich hier fest. Wir müssen uns nach vorne durcharbeiten. Wow! Mann, das wäre toll, wenn du dich da einfach hochziehen würdest. Nein, nicht da wieder rüber. Mann, da einfach hier rein und... Ja, wunderbar. Uah, halt dich fest. Oh, ja, die Steuerung ist teilweise schon ein bisschen sehr hakelig und frustrierend. Auf seinem Kopf ist garantiert eins. Dessen bin ich mir sicher. Lass euch auch mal das Schwert ausrüsten, dass wir die Dinger auch mal sehen. Uah. Hör auf! Sei lieb! Artig! Platz! Sitz! So, lass mal volle Kanne rein. Würde mich nicht überraschen, wenn der 2 hat und wir am ersten vorbeigeklettert sind, weil wir das Schwert nicht ausgerüstet hatten. Das wäre so typisch ich. So, ausholen und zustechen! Ihr seht unten rechts, wir können selber bestimmen, wie stark unsere Attacke sein soll. Ja, und da ist das Symbol nämlich verschwunden. Das heißt, er hat irgendwo noch ein zweites. Das wir jetzt nochmal suchen dürfen. Wenn ich raten müsste, würde ich ja sagen, relativ da, wo wir gestartet haben.
Da, wo wir das Bein hochgeklettert sind, da unten. Da war nämlich auch irgendwas. Müssen wir da nur wieder runterkommen, ne? So, ich lass mich einfach hier fallen, halt mich hier fest. Und dann können wir ja da wieder rüberklettern. Ne, weil da ist, da war auch so eine Verfärbung im Fell. Oh, Wanda. Manchmal frage ich mich echt, wieso der sich nicht halten kann. So, oder muss ich doch nach hinten? Aber ich will doch nur meine Ausdauer regenerieren. Hallo, hörst du mal auf, dich zu schütteln? Die Schüttelsequenzen werden auch immer länger, je stärker der Kolossus ist. Alter. Oh, Wanda, du sollst dich am Fell festhalten und nicht da runter. Ja, jetzt schüttelt er sich wieder. Alter, ist das nervig. Das hat mit der Herausforderung nichts zu tun gerade hier. Das ist einfach nur nervig. Ich kletter doch nochmal nach hinten. Wir hatten ja das Schwert gar nicht draußen, als wir da hinten waren, ne? Ohne das Schwert kann man natürlich die Schwachpunkte auch nicht sehen. Aber manchmal wünsche ich mir, er würde einfach loslassen. Ja, ist doch hinten, seht ihr? Nein! Okay, kann ich hier wieder hochklettern? Schaffe ich das? Tatsache. Ich dachte schon, das war's jetzt. Wow. So, jetzt kriegt er aber Saures hier. Volles Brett auf den Arsch! Und volles Brett auf den Arsch. Und zum Abschluss ein tödlicher Stich in den Arsch. Der war gar nicht so schwer, oder? Tschüss, Mann! Der dritte ist eine wesentlich größere Herausforderung. Die beiden waren ja einfach hier. Wir können unserem Schicksal auch nicht entkommen. Diese Schattenranken erwischen uns jedes Mal.